Mein Name ist Matthias Merz. Ich bin beruflich Richter am Oberlandesgericht in Stuttgart und seit 2014 bin ich Vorsitzender des Vorstands des Bewährungshilfevereins Stuttgart. Der Bewährungshilfeverein Stuttgart ist Alleingesellschafter der GmbH Prävent Sozial. Prävent Sozial ist der Träger der Zeugen- und Prozessbegleitung im Landgerichtsbezirk Stuttgart. Und insofern habe ich auch, seit ich in diesem Verein tätig bin, Kontakte und verfolge, wie die Zeugenbegleitung sich entwickelt. Aus meiner Sicht ist das Besondere an der Zeugenbegleitung, dass wir von Anfang an mit Ehrenamtlichen gearbeitet haben. Beim Start im Jahr 2000 waren wir die Ersten, die so ein Konzept in Baden-Württemberg durchgeführt haben. Und bis heute funktioniert das hervorragend. Die hauptamtliche Begleitung führt dazu, dass Ehrenamtliche sich allein gelassen fühlen, dass sie permanent Coaching bekommen, rückfragen können. Und das, denke ich, ist ein Teil des Erfolgs dieses Projekts, die Kombination von Haupt- und Ehrenamt. Die Zeugenbegleitung war von Anfang an allein durch Mittel des Vereins finanziert und bis heute ist ein ganz großer Teil vom Verein aufzubringen. Deswegen brauchen wir Zuweisungen von Gerichten, von Staatsanwaltschaften und sind sehr dankbar, wenn Kolleginnen und Kollegen uns durch Geldauflagen fördern. Ohne diese Geldauflagen könnten wir das Projekt in der Form nicht anbieten. Besonders schön ist es auch, dass es uns gelungen ist, nun in diesem Bereich Spender aus der Privatwirtschaft, große überregional tätige, aber auch regional tätige Unternehmen zu gewinnen. Das ist im Bereich der straffälligen Hilfe keineswegs selbstverständlich, dass sich da Unternehmen engagieren. Umso mehr freuen wir uns über jedes Unternehmen, das erkennt, dass hier bürgerschaftliches Engagement gefördert wird und uns hilft, diese Förderung anderen zuteilwerden zu lassen. Ich wünsche mir weiterhin so engagierte Ehrenamtliche, so engagierte Hauptamtliche und ich wünsche mir, dass die Gelder fließen für dieses tolle Projekt, sei es über Geldbußenzuweisungen der Kollegen, sei es über weiteres privates Engagement von Unternehmen und Förderern.